Hier müsste die Wohnung dieses Regimeoffiziers Lenz sein. Ja, schauen wir uns um. Sehr gut, gut. Munition ist aufgefüllt. 130 Meter. Wir sind schon wieder hier. 130 Meter, das ist... Das müsste auf der anderen Seite sein. Warte mal, pass auf. Ich gehe jetzt mal ganz provokant hier lang. Da komme ich nicht hin. Probier mal was. Alter, geleckt, das hat funktioniert. Da werde ich auch immer besser drin. Ja. Ah, da sind diese Köter, die ich meinte. Oh, Digga. Warte, warte, warte. Wie geht's mir hier lang? Weil diese kleinen Biester, die sind echt... Na, Schlag. Gewalt gegen Frauen. Pap, 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 pap. Das war's schon. Okay. Keine Sorge. Wir haben alles unter Kontrolle. Muss ich jetzt hier? Was macht sie denn? Okay. Sie stand nur da. Passt auf, Schwestern. Ein wichtiger Maschinenkommandant ist auf dem Weg in eure Richtung. Schaltet ihn aus, wenn es euch möglich ist. Boah, die soll sich da mal festhalten. Warum macht sie das nicht? Macht sie? Fuck. Na, alles okay doch. Glück, 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 Glück. Ich muss darüber. Stellen Sie sich nur vor, die Degenerierten hätten die Welt übernommen. Aber unser geliebter Kanzler konnte die Zukunft verändern.
Scheiße. Ich muss da in die Wohnung rein? Okay. Und da drüben wäre noch so ein Kommandant. Ich entscheide mich erstmal für die Wohnung. Wo seid denn jetzt alle hier? Wer macht denn da ständig diesen Alarm? So, was haben wir denn da? Günther, ich habe den Code für die Kiste der Regimepolizei in Klein-Berlin erneuert. Die erste Kiste beim Krankenhaus hat jetzt den Code 8055, die im Verhörzentrum 9317. Ah ja, und die auf der Brücke hat 1234. Dazu warst du ja bestimmt, Lenz. Sehr auffälliger, unauffälliger Knopf. Hey, mach die Diskette. Wir brauchen einen Computer. Der Geheimweg führt durch einen Kanalisationseingang beim Krankenhaus. Cool. Kanalisation? Ja, da waren wir doch schon. Gut, dann bräuchte ich es eigentlich rein theoretisch gar nicht mehr vorlesen. Weil die haben es ja schon quasi gesagt. Wo wir jetzt hin müssen. Okay. 140 Meter diese Richtung. Komm, wir machen die Maschinenkommandanten noch. Oh, knappe Geschichte. Okay, hier ist kein Kommandant drin. Keine Bewegung, klar? So. Hammer, Hammer. Ja, komm, das geht ein bisschen schneller mit dem Ding, oder? So. Doch eigentlich ganz cool. So, jetzt müsste doch da auch dieser bescheuerte Kommandant auch noch dabei sein, dieser mechanische. Aber der hockt hier drin, gell? So.
Maschinenkommandant ist tot. Gut gemacht, Schwester. Boah, Alter. Wo ist er? Ach, da oben. Alles klar. Meldet jetzt die Position. Bitte, Kapitän Hobby. Danke, Sam. Auf dem Brettsack mache ich Schaschlik. Ich komme von der Seite. Meldet jetzt die Position. Anate, Jeff. Warte, wo? So. So, es muss aber gut sein, oder? Einer haben wir noch, da oben. Der kommt aber, glaube ich, freiwillig runter. Da ist er. Level 20 schon. Das geht hier in dem Spiel echt rasant schnell. So. Jetzt wollte ich aber nochmal hier zur Kiste schauen. Ja, da haben wir es doch. 93,17. Mädels, das Regime wird ein Treffen ganz in eurer Nähe abhalten. Geht zum Treffpunkt und versteckt ein Mikrofon im Telefon, damit wir an Informationen kommen. Schon wieder? So, jetzt müssen wir erstmal hierher. Jetzt warte mal. Laufen wir hier die Seitengasse entlang und dann müssten wir auch schon gleich am Telefon sein. Dann können wir das auch gleich mitnehmen. Das ist da oben. Ach fuck, da sind wieder diese Kloppies. So, schiene Leiter. Es ist zum Mäusemelken. Spring doch mal so, wie ich das möchte, bitte. Da kriegst du es doch auch hin. So. Zack, zack. Warum hält die sich da nicht fest? Ich verstehe es nicht. So. Aber hier muss irgendwo eine Leiter sein. Ach, da. Da macht es. Da hält sie sich gleich mal fest. So, da haben wir hier schon mal das Telefon. Ist angebracht. Gut gemacht, Mädels. So, im Krankenhaus war dann auch nochmal eine rote Kiste, ne? 68. Thank you.
Ja, jetzt muss ich überlegen. Okay, Mädels. Ich empfange das schwache Signal einer Enigma-Maschine in eurer Nähe. Holt sie euch, bevor das Regime sie zerstört, okay? Die für hässliche Masken anhaben. So ein leichter Fetisch, ne? Was anderes. Was mit dem Zettel, oder? Nee. Muss gleich mal runter. Ich muss. Warte mal. Ach, da ist was Geld. Ich brauche jetzt irgendwie einen Weg runter in den Garten. Diese Scheine vom Regime werden Augen machen. Das ist so cool, Jess. Ich komme, Mann. So. So, das ist die Sackgasse, dann gehen wir gleich mal hier lang. Die Kohlen lassen wir jetzt mal liegen. Verdammt. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Ei, das gibt's doch nicht. Hätte ich ja mal kurz festhalten können. Wahrscheinlich. Ja.
von der anderen Seite verschlossen? Gehen. Da läuft irgendwas Mechanisches. Okay, das wäre schon mal... Ja. Mission abgeschlossen, jawohl. Das ist Bruder 1, das Hauptquartier der Regimepolizei. Nachdem euer Vater Ende der 60er ihren Kanzler getötet hatte, erweckte General Lothar Brandt die Regimepolizei mit einem Coup zu neuem Leben. Ein gewagter Schachzug gegen die Machthaber in Berlin, der voll und ganz aufging. Jetzt ist Paris in der Hand der Regimepolizei. Hoffentlich nicht mehr lange. Da wären wir. Bruder 1. Mach dich bereit, Schwester. Mädels, der Haupteingang von Bruder 1 ist verschlossen und kann nur von innen geöffnet werden. Aber laut dieser Karte müsste da irgendwo ein Gefängniseingang in eurer Nähe sein. Seht euch den mal an. Alles klar, Abby. Abby Walker gesucht. Oh, da gibt's ja auch schon. Stimmt, so was wie eine Karte haben wir ja nicht. Aber das Ziel hier hinten interessiert mich gerade. So, meine Lieben. Jetzt haben wir hier die Metro freigeschalten. Das ist schon mal sehr gut. So, was haben wir denn hier? Stärkere Gegner. Wenn du dich stärkeren Gegnern gegenüber siehst, solltest du besser nicht aus allen Rohren schießen, auf sie zu stürmen. Okay. Benutze eine geeignete Waffe, um ihre Schutzbarriere zu durchbrechen. Schwachstellen sind Benzintanks auf dem Rücken. Das haben wir schon probiert. Zu erkennen und sind gemeinsam bei diesem schwersten. Bei deiner Schwester zu überlisten. Okay, das kriegen wir hin. Das sollten wir hinkriegen. Haben wir hier irgendwo ein Geschütz? Dann kriegen wir es noch viel einfacher hin. Hä, was habe ich jetzt? Töte 50 Gegner heimlich. Das haben wir jetzt aber auch schnell hingekriegt. Oh, fuck. Da ist der Große. Wie läufst denn du? Da ist er. Oh, der hat ein sehr gutes Radar. Okay. Ich bräuchte irgendwo eine Stellung. Bevor wir weitermachen, muss ich noch mal ganz kurz bei uns mal in den Charakter reingucken. Weil wir haben 19 Punkte. Guck dir das an. Wie gut ist das bitte? Das können wir auf jeden Fall machen. Das können wir auch machen. Munition aufheben. Ja, das geht auch mit einem Punkt, aber ist jetzt viel wichtiger.
Kraft. Das wäre höhere Rüstung auf 150. Superkinetischer Wurf. Du wirfst Granaten und Nahkampfwaffen mit extremer Wucht, so dass der Gegner bei einem Treffer umgeworfen werden, ja, und zusätzlichen Schaden erleiden. Das ist ja doch viel geiler. Falls der Gegner die Attacke überlebt, wird er eventuell umgeworfen oder getaumelt. Das nehme ich auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auch schwere Waffen tragen, das ist noch viel geiler. Schneller bewegen, nehme ich auch. 6-Punkt Kling. Gürtel. Die Anzahl der maximal mitgeführten Wurf zum Werfen geeigneten Nahkampfwaffen wird von 3 auf 6. Ja, das nehmen wir doch auf jeden Fall. Oh, du kannst schwere Waffen in deinem Inventar platzieren und verbessern. Das ist natürlich auch geil. Jetzt habe ich noch 5. Was brauche ich hierfür? 6 Punkte. Ja, verkackt. Nur die Rüstung. Das kostet genau 3 Punkte, ne? So, aber Macht. Ah, das habe ich jetzt auch wieder verkackt. Das muss ich mir aufheben fürs nächste Mal. So. Ich hätte jetzt aber trotzdem ganz gerne erstmal die hier wieder. Haben wir hier irgendwo ein Geschütz? Nee, ne? Warte. Wie ist der denn drauf? Das ist doch ziemlich unfair. Einfach sauber draufhalten. Oh, pack. Ups. Warte, mein Kreuz. Oh, scheiße. Ich brauche mal kurz Unterstützung. Schwesterherz. Kommst du mal auf den Meter ran? Wuhu! Wir haben ihn doch gleich. Warte. Oh, scheiße. Voll gut. Das war mega. So, einfach zerschießen, diese Typen.
So, wo ist denn dieser Volltrottel? Der ist da oben, gell? Ja, mach das mal bitte. Oh, warte, meine Gesundheit. Meine Gesundheit ist ein bisschen im Keller. Da haben wir nochmal ein bisschen anderes Material. Ups, mein Kreuz. Oh. Diese Drohnen. Ah, fuck, wo kommt der denn jetzt her? Das gibt's doch wohl nicht. Hä, wo ist er jetzt hin? Ja, jetzt kann man die großen Waffen nehmen. Das ist so geil. So, ab noch. Ah, die letzte Waffe fallen. Hat sie die jetzt fallen lassen, oder? Scheiße, ja. Jetzt geht's richtig los, Mann. Die lässt die fallen. Ich kann sie doch. Mhm. Gar nicht so gut. Ich habe die Überstellung von Gefangenen aus dem Hochsicherheitstrakt an den Gefängnistransport überwacht. Einer von ihnen wollte abhauen, also musste ich ihm hinterher. Da sind irgendwo noch Feinde. Ja, wahrscheinlich da oben. Ja gut, dann gehen wir halt hoch. Und machen so weiter. So, erstmal nachladen. Halt doch dein Maul. Alles klar, ich wechsle die Position. Das ist jetzt nicht wahr hier, oder? Die Pistole ist echt ein bisschen overpowered, kann das sein? Schau mal, das ist. Man kann schnell schießen mit der. Das Zeug noch aufsammeln. Die ist voll. Kann gar nicht sein.
Was habe ich denn jetzt eigentlich für einen Auftrag? Den wollten wir eigentlich machen, gell? Aber wir können eigentlich auch Überfall, Bruder 1. Betritt das Gefängnis. Jo, das wäre hier. Aber dafür kann ich die große Waffe mitnehmen. Hoffe ich doch zumindest. Polizei. Da müsste ein Aufzug sein, der euch ins Hauptgebäude bringt. Sucht ihn. Abby, Ende. Bitte nimm die Waffe mit. Nein. Hier müsste irgendwo ein Lager für geborgene Waffen und Ausrüstung sein. Versucht es zu finden. Vielleicht ist das Zeug nützlich. Genau dafür hätte ich die Waffe gebrauchen können, um diese Tür aufzumachen. Genau dafür. Genau mit der Waffe, die da draußen liegt. So eine. Das gibt's doch nicht. Das ist doch so unfair. Autsch, mein Knie. Erstmal alles einsammeln. Zap, zap, zap. Da haben wir nochmal eine Info. Ja, Laserkraftwerk. Ja. Ja, drücke linke Maus zum Schießen und die rechte um zu zielen. Ja. Sage sie, ich krieg die Waffe. Doch, ich krieg sie. Da liegt sie nämlich. Hallo. Wow. Guck dir das mal an, Soph. Weißt du noch, wie Papa erzählt hat, dass er mit dieser Waffe Regimebastarde schmelzen kann? Ja. Ich habe seine Geschichten gelesen. Ah, Fischer. Ändere den Code der sämtlichen Kiste der Regimepolizei im Bruder 1 als Folgensicherheitsverletzung durch die Terrorzwillinge. Das sind wir. Die Kiste in den Zellen hat ab sofort den Code 1265. Es gibt noch eine weitere Kiste auf dem Laufsteg in der Eingangshalle. Nimm 7532 für die. Die Kiste im Archiv soll den Code 3444 bekommen. Mach schnell, verstanden? Wechsler. Der Wechsler. Oh nein. Huch. Glück gehabt. Hübscher, geh mal weg. Oh. Oh, warte. Da ist jetzt irgendwas mit dem Spiel nicht in Ordnung. Da hat es gerade gehangen, aber ganz gewaltig. Scheiche. Jetzt habe ich ein bisschen Angst weiterzumachen, ne? Hallo! Ah ja, stimmt, ich muss euch ja wieder aufladen. Die Waffe wieder aufladen. Warte, wo haben wir es denn? Ist doch alles nichts Genaues hier. Mehr als nur 10.
arme Frau. Ist doch eine Frau, ne? Ja. Alter, halt doch dein Maul. Ach nö. Jetzt kommt er auch noch. So, ich dachte, man könnte das jetzt aufbrechen. Wir müssen irgendwie dorthin. So, was haben wir hier? So. Ist es eigentlich wurscht, wie man da läuft? Ich glaube schon, ja. Nehmen wir den noch mit. Auf jeden Fall mein Laserkraftwerk, das ist mega gut. Ah, wie so ein Archiv, das erinnert mich gerade an. Alien Isolation. Als wir für den Motion Tracker das Upgrade geholt haben, glaube ich. Sieht wie ein Kontrollraum aus. Das Tor ist offen. Los geht's, Arthur. Ah, schon wieder leer. Aber einen großen Hammer, oder? Ja, einen Hammer. Und die Waffe. Hm. 47, was hast du? Ah. Er ist aufgeladen. Lässt ihr die Waffe wieder da liegen, gell? Das ist so ärgerlich. Ah, Geschwisterliebe, voll gut. Wundervoll, Mädels. Ich wollte euch nur sagen, wie toll ihr das macht. So jung, aber das Feuer in euren Herzen übertrifft alles, was ich bisher erlebt habe. Mädels, der Hauptcomputer dieses Turms befindet sich in den Archiven der Regimepolizei nahe der Spitze. Schafft es irgendwie da hoch.
Abby, Ende. Perfekt, 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 perfekt. Ich mach das Maschinending platt. Ja, dann probier das bitte mal. So. Haben wir hier noch ein bisschen was anderes? Wechsle jetzt meine Position. Den übernehme ich. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen mehr von der Waffe, aber nee. Das gibt's doch nicht. Was hält denn der aus? Fast 300 Schuss gehen in den rein, oder? Nach dieser Regime-Bastarde plätschert gibt kein Morgen, Schwester! Wechsle gleich meine Position! Wo ist er denn? Hey, der Aufzug ist hier drüben. Wir brauchen noch einen Code für das Zahlenfeld hier. Okay, schauen wir uns um. Hier ist auf jeden Fall ein Terminal und hier ist noch eine Notiz. Nee, wir haben alles. Okay. Was ist schon hier? Ah, hier den noch. Jetzt schau dir das mal an. So, macht euch bereit. Ach, was ist denn hier mit dir nicht richtig? Hau doch mal ab, jetzt bist denn du doof. War denn da jetzt der Durchgang? Hier. Macht euch jetzt bereit! So, da haben wir die 7532. Voll gut. Und wir müssen hier runter. Ich hab den Code, Soph. Fantastisch.
Jetzt müssen wir da wieder zurückgehen. An diesem Terminal. Wo kommst du denn her? Hä? Diskette? Halt, warte mal. So, jetzt hat. Ich habe getan, worum Sie mich gebeten haben, Maschinenkommandant Dietmar. Ich weiß, dass Kommandant Felix wütend darüber ist, dass Sie ihn ins russische Niemandsland verbannen. Ich hätte Vorsichtsmaßnahmen treffen sollen. Der Code für die Aufzugstür wurde in 4351 geändert. Das reicht mir schon. 4351. Hui. Autsch. Da steht es auch nochmal für ein Kurzzeitgedächtnis. Eindringlinge, passiere 10 Codesperren. So, haben wir hier noch was? Ein bisschen Kohlen. Und wir gehen rein. So. Zack. Es geht jetzt schnell. Schwestern, ihr seid kurz vor den Büros der Regimepolizei. Der Aufzug zu den Archiven muss hier irgendwo in der Nähe sein. Macht weiter. Verstanden, Abby. Das war ja mal gar nichts. So eine Scheiße. Ja. Wollte gerade ein bisschen übermütig sein. Das war jetzt aber nicht so doll. Ups. Hey, Schwesterchen, kannst du mal ganz kurz? Danke. Oh, jetzt kommt der da auch noch. Warte. Ich brauch mal ganz kurz den da. Ups. Diese ganzen Geschütztypen, Alter. Nee, die kann ich noch nicht nehmen. Schengel. Ich brauche hier drüben etwas Hilfe. Ups. Hey, Schwesterchen. Halt! Warte. Hey, hilf mir mal, bevor ich abkratze. Bin schon da. Hey, wo? Den habe ich nicht gesehen, den habe ich nicht gesehen. Alter, wer war das denn? Mich hat's erwischt! Bin wieder da und einsatzbereit!
Aber warte mal, ich habe doch hier doch die Laserkraftwerkwaffe. Autsch. Verdammt. Ich könnte hier drüben Hilfe gebrauchen. Ja, ja, ich auch. Warte, warte, warte. Ah, es kommt auch noch einer. Rüber, geh rüber. Bin getroffen, Jeff. Kann hier etwas Hilfe gebrauchen? Nachladen. Ah, es ist knapp, es ist knapp, es ist knapp. Da hinten, hinten. Fuck, leer. Das ist jetzt schon ein bisschen haariger hier alles. Das richtige Werkzeug. 75 Gegner mit der Waffe. Die Gegner im jeweiligen Blablabla. War zu kurz, war zu kurz, war zu kurz. Da. Ein Apfel. Yay. Ein bisschen Vitamine. Ist immer noch voll. Das ist immer echt gut. Manchmal. So bockige kleine Kinder, das ist so krass. Vergesst nicht, Mädels. Die Archive sind schwer bewacht. Holt euch von den Turmkommandanten die Schlüssel für den Zugang zum Hauptcomputer, damit ich ihn hacken kann. Viel Glück. So, jetzt mal ganz Obacht geben. Was habe ich denn hier? 40 zu wenig. 300 okay. 51 okay. Okay. Das ist nicht gut. Okay, okay, okay. Wieso kommt denn jetzt Musik? Ich hab doch... Ja, leck mich doch in den Dash. Was ist denn jetzt los? Ja, verdammt mich noch einmal. Hä, was ist das denn? Hey. Bruder 1 Wächter, alles klar. Der hat sie doch nicht mal alle. Wie viel habe ich hier? Er ist nicht die Welt, ne? Was? Was mache ich denn hier gut? Das ist ja völliger Quatsch.
Warte mal. Ja, ist ja in Ordnung. Lass mich in Ruhe. Geh doch mal weg. Ah, hier ist vernünftige Munition. Ja, was machst denn du, Wächter? Ich sterbe hier gleich. Schwesterchen, wo bist denn du? Wow, das ist aber jetzt echt extrem. Scheiße, bin getroffen. Könntest du mir bitte helfen? Schwesterchen, komm mal bitte her. Bitte. Bist du doof? Komm mal her, das ist gleich vorbei. Ich brauch dich. Bin getroffen, so. Zurück und kampfbereit. Ach, du jetzt auch, oder? Aber wie unfair ist denn das hier bitte? Oh. Ja, ich weiß. Lauf. Ah, diese scheiß Dinger am Boden. Willst du mich rollen? Ah, bist du doof? Wie kann man denn das ausschalten? So, ey, komm mal hier hoch. Der Assi. Hör doch mal auf, da rumzuballern. Nachladen. Warte. Jetzt haben wir ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Mäuschen, hier, halt durch. Ist nur noch Mühe. Halt durch. Alter, was ich hier an Munition verbrauche. Der ist hinten. Er ist im Arsch.
Verrecke, verrecke. Jetzt stirb doch, du Affe, Alter. Da ist noch einer. Los, komm her. Nachladen. Du kannst gerne so stehen bleiben. Ist gar kein Problem. Ich hab den zweiten Schlüssel, Schwester. Sehr gut. Boah, ist erstmal tief Luft holen. Jetzt die Schlüssel in den Hauptcomputer stecken und fertig. Alles klar. Was? Munition voll? Wieso? Warte. Hat er nur 10? Tatsache. Ich bin erschüttert. Bevor wir weitergehen, gucke ich nochmal zu den Waffen und wie viele Punkte wir haben. Wir haben nur 5 Punkte. Okay, wir gehen zu den Waffen. Wir haben 5000. Alter, wille Laserkraftwerk. Der Wandler. Automatischer Wandler. Ist die Feuerrate höher? Jo, ein zurück. Die Batterie. Einmal auch gleich die große Batterie. Die Spule. Schnellfeuerspule, schwere Spule. Ja, die nehmen wir. Haufe Schaden. Ich werde mit, und ein Visier. Braucht man ein Visier? Röntgenvisier? Rotpunktvisier? Ah, hier kommen wir mal Röntgen, weil es so ein abgespacedes Ding ist. Wow. So. Ja, das kann man lassen. Das ist okay. Wie schaut's denn hier aus? 32 Schuss nur. 27. Warum habe ich hier nur Geld? Ich brauch Munition. Ich brauche Munition, Leute. Wieso geht das nicht? Und die paar Hansel, die hier rumgelaufen sind, die haben ja gar nichts dabei gehabt. Warte mal, hast du noch Munition? Nee, ne? Die ist auch voll wieder. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Da haben wir alle Disketten freigeschalten. Weil wir gehen jetzt hier oben nochmal lang. Gucken, ob da eventuell noch Munition rumliegt. Den Schrank haben wir geöffnet. Ich glaube, wir haben alle Schränke geöffnet. Ah, selbst der ist offen. Ah. Und da drüben? Ja, der ist auch. Ist ein bisschen dramatisch, das Ganze jetzt hier. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Ja, die Waffe kann ich eh fallen lassen. Oh, ich komme jetzt dann aber auch langsamer zum Ende, weil ich sehe schon, wir haben gerade 20.18 Uhr und ich streame, das ist mein längster Stream mit über 8 Stunden. Und ein paar Pausen. Obwohl ich noch Bock hätte, weiterzumachen. Aber ich muss morgen auch wieder früh raus. Ja, und Abendbrot muss ich auch noch machen. Ja, eine Biografie schreiben statt eines Weltraumromans, so. Aber wir sind echt gut weit gekommen. Das ist echt gut. Ich habe Teile einer alten Geheimübertragung von General Lothar an eine unbekannte Quelle in Berlin entschlüsselt. Hört euch das an. General Lothar haben mich gefragt, was ist Ihre Vision, Lothar? Nun, zunächst einmal geht meine Vision weit über das hinaus, was sich diese Trottel in Berlin vorstellen können.
In meiner Vision habe ich die Zukunft gesehen. Über Europa und der Welt braut sich ein Gewitter zusammen, Herr General. Fluten und Stürme ziehen über die Nationen. Nur ich kann das Regime auf das vorbereiten, was kommen wird. Davor ich. Da ist noch mehr, aber das Entschlüsseln wird etwas dauern. Okay. Beowulf, dir auch einen schönen Wochenstart und einen schönen Abend noch. So, ich versuche jetzt hier noch rauszukommen. Na, wieso hänge ich denn jetzt hier schon wieder zu fix? Sauberschwesterchen, das hat echt gut gemacht. So, ich will noch raus aus dem Gebäude und dann machen wir Feierabend. Mal quasi zurück in die Katakomben kommen irgendwie. Dann ist das nämlich ein sauberer Abschluss. Ehrlich gesagt. Bevor er verschwand, war, ich hoffe, dass ich meine Töchter wiedersehe. Seht ihr? Er denkt immer an euch. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Hey, stehen bleiben! Was ist denn hier los? Okay. Wie schaut es jetzt hier aus? Ist hier wieder so ein Riesentyp? So, was muss ich jetzt machen? Bruder 1 ist fertig. Bruder 2 ist. Könnte man eigentlich die beiden beim nächsten Mal machen. Aber wir gehen jetzt das Bruder in die Metro. Und hauen erstmal ab. So, das ist das Beste, was du machen kannst. So, wir hauen ab. Richtung genau dahin. Hier zu den Katakomben. Boah, fast 8,5 Stunden gestreamt. Das ist das erste Mal. Gut, ich habe 2-3 Mal Pause gemacht, Viertelstunde. Ist auch völlig in Ordnung. Alles klar. So, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Sonntagabend noch und einen richtig sauberen Start in die neue Woche. Und dann... Vielleicht werde ich morgen nochmal streamen oder am Dienstag, je nachdem, wie es rausgeht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.